liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder angeschaltet habt. Ich habe ja versprochen, dass eine zweite Challenge sein wird mit Wer würde es machen. Wir haben uns neue Fragen ausgedacht und jetzt fangen wir mal an. Viel Spaß beim Zusehen. Erstens, erste Frage. Wer würde sein Zeugnis wegwerfen? Okay. Wer würde einen Schlüssel verschlucken? Mhm. Wer würde ein Hundefutter essen? Oder hat er schon mal gemacht? Wer würde sich eine Glatze schneiden? Ich würde mir das machen, weil ich gehe nicht. Ich gehe gerne zum Friseur. Und wer würde vom 8. Stock sein Handy runterschmeißen? Dass es auf den Boden aufprallt. Und es ist kaputt. Wer würde einen Killerclown davonjagen, wenn er in der Wohnung ist? Ja. Und Killerclown gehen gar nicht. Wer würde so ein T-Shirt zerschneiden, dass es kaputt ist? Und wer würde Geldscheine essen? Wer würde auf einem 10-Meter-Baum klettern und springen? Wer würde Urin trinken? Wer würde Kacke essen? Wer würde vom Autohaus einen Computersturz machen? Wer würde Sand essen? Wer würde ein Messer abschlägen, dass die Zunge weg ist? Wer würde eine Frau bedrohen mit einem Messer und sagen, geben Sie mir ihr ganzes Geld, wenn man kein Geld hat? Okay. Wer würde sich schminken als Junge oder Mädchen, so richtig schminken? Damit man aussieht, als ob man schwul wäre. Und wer würde an der Heizung kaputt machen, dass die Flüssung rausläuft? Die Flüssigkeit. Ja. Wer würde die Polizei anrufen und sagen, da ist ein Verbrecher und der möchte zum Fenster runterspringen? Und der haut ab und der ist schon weg? Ich würde das machen. Und wer würde ein Taschentuch verbrennen? Wer würde von dem Nachbarn das Paket aufmachen und drauf trampeln? Okay. Und wer würde... Wer würde Kotze essen? Und wer würde Durchfall in die Toilette reinmachen und nicht runterspülen. Und man lässt es den Eltern machen. Aha. Wer würde sein Zimmer so richtig runterkommen lassen, dass die Bettdecke nicht mehr hier ist und alles verwüstet im Zimmer ist? Okay. Und wer würde die Heizung so richtig zerstören, dass sie kaputt ist? Wer würde eine Lampe kaputt machen? Und wer würde die Pizza wegschmeißen? Wer würde den Pizzeriastand überfallen mit den Pizzas? Und wer würde einen Toaster-Ball von an den Dönerladen mitnehmen und zerplatzen lassen und wieder hinlegen? Wer würde schmutziges Wasser trinken mit Salmonellen? Wer würde ein Kissen zerschneiden und die Federn auf den Hund gießen? Wer würde einen Hund mit Wasser bespritzen, mit eiskalten,
dass er erfriert und zur Statue wird. Wir haben natürlich ein Haustier, aber das machen wir nicht in Ernst, ne? Das wäre richtig gemein, wenn man das machen würde. Ja, das stimmt. Und es wäre auch wirklich eine richtige Quälerei. Das macht man aber nicht. Ja. Und wer würde Sonnencreme nehmen und die auf dem Kopf schmieren, dass alles klebrig ist? Auf die Haare? Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr kein Video. Und wenn euch noch mehr Fragen einfallen, was ich noch sagen könnte, auf jeden Fall, es gibt noch ein Video zu der Challenge. Wer würde es machen? Und da gibt es auch noch eine Folge 3, aber die machen wir beim nächsten Mal. Schreibt viele Kommentare, abonniert uns. Und was wir beim nächsten Mal machen sollen bei der Challenge und ob wir nochmal weitermachen sollen. Und dann bis zur nächsten Challenge oder Tschüss. Video. Tschüss.